Einen wunderschönen guten Tag hier vom Mauerpark. Und wer ist mir begegnet hier direkt im Café? Ich wollte irgendwie die lange Nacht mit einem Kaffee irgendwie begleichen. Jess Jochensen, hallo. Na, hallo. Was machst du hier? Ich bin beim Auftreten. Ich bin da auf Arbeit. Du hast heute einen Auftritt in Berlin? Genau, gestern, vorgestern und heute. 3 Tage am Stück? Ja, verschieden. Gestern, vorgestern waren so kleine Lesebühnen und heute das Abendprogramm mit den Wühlmäusen und morgen dann in Urlaub. Am 3. August ist das Mauerpark-Festival und du hast gesagt, du bist da blöderweise nicht in Deutschland, aber du unterstützt uns vorher mit einer tollen Veranstaltung am 19. Juni. Ja, ich weiß selber noch nicht genau, was es wird. Ich weiß nur, dass ich da herkommen werde nach Berlin, um zu spielen, aus meinem Programm zu singen, Bilder zu zeigen als Benefits. Und wenn ich es richtig verstanden habe, werden da ganz viele Leute da sein, die das Mauerpark-Festival organisieren. Ich werde da nicht alleine sein. Ich glaube, da ist noch Musik und Spaß und Tanz, weil das ja auch dazu gehört. Wenn man sich den Arsch aufreißt für was Gutes, muss man auch feiern. Wie kommt es, dass du als Künstler sagst, ich gehe da auf Lesebühnen, ich mache da irgendwie Benefits-Sachen? Was ist der Antrieb? Ich würde jetzt wahnsinnig gern ideologisch antworten, weil das alles wichtig ist. Aber ehrlich gesagt, passiert da bei mir so ein Wechsel. Also weg von diesem, also ich schreibe Bücher, ich mache Kabarett im weitesten Sinn. Und es ist meistens so ein oberlehrerhafter, wir wissen Bescheid Ton, der irgendwie irgendwas zwischen grünliberal und sozialdemokratisch angehaucht ist. Ich weiß Bescheid und ich sag's euch. Ich sag euch auch das, was ihr schon wisst. Und dann klatschen wir alle und haben 25 Euro Eintritt bezahlt. Und dann wählen wir alle richtig. Und das ist so eine abrufbare Art von Witz. Auch so eine vorhersehbare Art. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das nicht nur tatsächlich schwer aushalt, verschiedene Missstände in der Gesellschaft, sondern dass es ausgesprochen lustmachend ist, mal was anderes zu machen. Also einfach machen. Mir gefallen immer schon Leute, die sagen, es ist mir jetzt erstmal egal, ob das alles strukturell stimmt, sondern wir gehen schon mal in die Richtung, die wir richtig finden. Wir machen einfach mal. Und das ist ein guter Weg. Und der macht Freude. Und so geht es mir bei ganz vielen Sachen. Wohnraum teilen, aufs Auto verzichten, jetzt gar nicht so sehr. Ich weiß, dass das sinnvoll ist, sondern weil das ein Haufen gute Leute sind, die das tun. Und weil das mir Spaß und Lebensqualität bringt. Und wenn das Leuten hilft, die sich auf Zeit aktiv in ein Projekt verschlagen hat, wenn es denen hilft, umso besser. Fantastisch, fantastisch. Wir machen ja noch ein längeres Gespräch für die Tombosphäre, aber das dann am 19. Wenn man dich noch fragen würde, was sind für dich die wichtigsten Dinge, die sich bald ändern sollten in unserer Gesellschaft? Wenn du da 3 Sachen nennen würdest, was wäre es? Es wären eine ganze Menge. Also ich kann es gar nicht so genau sagen. Manchmal, ich würde immer gerne so vom Sinnlichen, vom Spaßmachenden kommen. Ich habe zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, ich habe ganz lang keine Sachbücher mehr gelesen. Weil ich Literatur schreibe, habe ich Literatur gelesen und irgendwann wieder angefangen. Und habe gemerkt, dass mir die Sachen gefallen, zum Beispiel Gerhard Waldherr. Das ist ein kisch gepreister Reporter, der ohne jede Eitelkeit, ohne störendes Ich ein Buch geschrieben hat. Das heißt Brutto-Global-Tournee. Der geht in 27 Stationen um die Erde und versucht, die irgendwie zu beschreiben. Ohne aufklärerischen Auftrag, sondern nur so ist es. Wahnsinnig gut recherchiert, wahnsinnig uneitel. Und man kapiert so viel, man hat so viel Lust, was zu ändern, ohne dass der mit dem Holzhammer kommt. Oder um einen Bestseller zu nehmen, den neuen Harald Welzer. Dieses Selbstdenken-Buch, wo du die erste Hälfte des Buches angepisst wirst von ihm, weil du so viel schlimme Dinge tust. Und irgendwann in der Mitte sagt so, wenn sie jetzt noch lesen, dann höre ich auf mit Schimpfen. Hey, jetzt sind sie mein Verbündeter. Und auf einmal merkt man selber, wie viel Spaß das machen kann, mal zu reduzieren. Also nicht dieses, ich beschränke mich für die Zukunft unserer Kinder, sondern das kann Lust machen, zu teilen, zu recyceln. Und das sind genau die Sachen, die sich ändern müssen. Das wird auch so kommen. Also es wird irgendeiner Form ein Grundeinkommen geben.
ob es nun so heißt oder nicht oder verkappt, das wird kommen, weil die Gesellschaft sich so entwickelt. Wir werden auch in dieses energiesparende, klimarettende kommen, schlicht und ergreifend, weil wir es müssen. Und das war immer schon so. Lieber wir gestalten es, als das gestaltet uns. Und all die Leute, die es einfach tun, die einfach mal voranlaufen, gehören unterstützt. Und deswegen mache ich das. Aber auch, weil ich es selber mache. Weil es auch Glück bringt. Und nicht dieses, ich bin ein besserer Mensch, was gerne auch gesagt wird. Es hat ganz altruistische Ego-Motive bei mir manchmal. Ich finde das toll, nicht alleine oder im Familienzusammenhalt zu wohnen, sondern mit vielen Leuten. Ich finde es billiger, ich finde es praktischer, ich finde es toller, sich ein Auto zu teilen oder darauf zu verzichten. Die Frage war, drei Dinge müssen sich ändern, oder? Das oh Mann, ich rede hier. Kommt zu diesen Festivals. Die drei Dinge, die sich ändern müssen. Mehr gute Musik, gutes, frisches, selbstgekochtes Essen, ausgeglichener, hemmungsloser Sex mit guten Menschen. Reicht das? Das war ein wunderbares Schlusswort und ja, bis zum nächsten Mal.